Hallo, meine lieben Freunde! Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Wow, was für ein Ostern. Ostern ist schon echt lange her. Die Zeit vergeht so schnell, oh mein Gott. Es tut mir leid, dass so lange keine Videos kamen. Mein Hund hat meine Kamera gefressen. Die richtige Wahrheit ist, Corona hat mich in seinen depressiven Bann gezogen. Aber ich bin wieder zurück. Die Sonne scheint, ich habe ein Sommerkleid an. Ich habe jetzt braune Haare. Ich bin quasi eine neue Annie. Willkommen in den nächsten 3 Monaten meines Lebens, in denen ich wieder komplett anders aussehen werde. Ihr kennt es. Heute wie immer eins eurer Lieblingsformate. Mega wichtige Fragen beantworten. Das Format, in dem ich eure mega wichtigen Fragen beantworte. Ich komme mir gerade vor, wie so ein Togo-Moderator. Oh. Das heutige Video ist ein bisschen besonders, weil ich eine Frage reinnehmen werde, die ich extrem oft bekommen habe, aber die ich nie beantwortet habe. Aber ich dachte mir, warum nicht einfach drauf antworten? Das ist ja eigentlich nichts Crazyes oder Schlimmes. Und zwar fragt jemand, was ist deine Sexualität? Fragezeichen, weil deine Augenbraue steht für lesbisch. Okay, erstmal, meine Augenbraue hat damit nichts zu tun. Das ist einfach nur ein kosmetischer Fehler gewesen, den ich irgendwie ganz cool fand. Also habe ich ihn dran gelassen. Aber nein, ich bin nicht lesbisch. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich würde es einfach beschreiben als, ich mag Menschen. Also, egal ob jemand jetzt ein Mann oder eine Frau ist oder irgendwas dazwischen oder darüber hinaus, ist mir wirklich mega egal. Wenn jemand cool ist, dann ist jemand cool. Gott, ich bin so aufgeregt, das zu sagen. Das ist so bescheuert. Es ist schon immer so gewesen und es war nie anders. Und wenn jemand cool ist und nett ist, dann ist die Person für mich auch einfach hübsch und attraktiv. Und dann kann ich mich auch in die verlieben. Ich bin kein Fan von Labels. Ich mag sowas wie bisexuell oder pansexuell mag ich nicht. Ich bin einfach nur ich und ich mag Menschen. Und alles andere ist mir mega egal. Ob jemand groß oder klein oder dick oder dünn ist oder ein Würstchen oder ein Brötchen hat oder irgendwas dazwischen, ist mir wirklich mega egal. Und ich weiß nicht, warum ich das so lange als Geheimnis gehalten habe. Die einzige Sache, die ich immer echt wack fand, war, wenn ich hatte... Schon was länger her. Ich hatte mal einen Freund und dem habe ich das gesagt. Und seine erste Antwort darauf war, cool, dann ist das ja voll nice mit dir, mit Dreiern. Ja, das hat alles rein gar nichts damit zu tun. Der Typ war auch sehr schnell weg vom Fenster. Das ist so eine Sache, die ich extrem oft im Kopf gehabt habe, wenn ich das irgendwem gesagt habe, dass ich so Angst hatte, dass dieser Satz wiederkommt. Aber egal, manche Menschen sind blöd und das heißt nicht, dass ich mich für immer und ewig verstecken muss. Also... Gut, ich wollte kein ganzes Video dazu machen. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Also machen wir einfach weiter mit dem restlichen Video und ich beantworte einfach eure restlichen Fragen. Okay, weiter geht's. Okay, nächste Frage. Wenn du ein Endboss wärst, was für Loot würdest du droppen? Ich fand diese Frage sehr lustig. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Und ganz ehrlich, gar nichts. Weil ich mal eine Enttäuschung gewesen bin für alles und jeden in meinem Leben jemals. Und kennt ihr die Enttäuschung, die passiert, wenn ihr 4 Stunden lang in irgendeinem MMO einen Drecksboss kloppt und einfach nichts rauskommt? Jeder Mensch, der mich jemals kennengelernt hat. Oh Gott, das klingt viel trauriger, als es eigentlich ist. Scheiße. Weiter geht's. Siehst du Erik eigentlich noch ab und zu? Erik wohnt in Berlin. Erik, du schneidest gerade dieses Video. Ich vermisse dich. Komm wieder auf meine Couch. Sie ist jetzt ausfahrbar und elektrisch und cool. Und ich habe sogar eine Küche. Wir müssen, sag ich schön, nicht mehr in der Badewanne waschen. Bist du ein taubes Nüsschen? Yeah! Location-Wechsel, ihr kennt es. Weiter geht's mit den Fragen. Machst du bitte noch ein Room-Makeover? Please. Diese Smileys. Ich habe mein Leben extrem oft verflucht, während ich diese Wände streichen und tapezieren musste. Während ich mitten in der Nacht Schränke und Couches mit Winze hier reintragen musste. Mein Wohnzimmer sieht eigentlich ganz cool aus jetzt. Also war es das schon irgendwie wert. Aber... Mein Schlafzimmer ist echt wacky-dacky-macky. Also... Vielleicht würde es da ganz cool sein, wenn man da nochmal ein kleines Umstyling-Miling-Seiling-Keiling machen würde. Hättet ihr da Bock drauf? Schreibt mal in die Kommentare, soll ich noch mein Schlafzimmer in eine Oase der Ruhe, der Gemütlichkeit, des Entspannens machen oder nicht? Nächste Frage. Hast du vor, dir irgendwann mal die Haare kurz zu schneiden? Bob oder so? Erinnert ihr euch noch vor so 5 Monaten? Verschwommene Rückblende. Ich habe meine Haare abgeschnitten, habe es instant bereut und habe es mir jetzt wieder verlängern lassen. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich die nicht nochmal ab. Keine Ahnung, alle sind so mutig und machen sich coole Kurzhaarfrisuren oder rasieren sich den Kopf. Und das ist cool, aber ich bin kein Fan von meinem Gesicht, wenn es nicht von 1000 Kilo Haaren verdeckt wird. Welcher YouTube-Kanal ist deiner? Weil es gibt Annie the Duck und Annie die Ente. Verrückt, wenn du genau hinsiehst in den Videos, wirst du eine Ähnlichkeit finden, dass die Person, die auf Annie the Duck in den Videos zu sehen ist, und die Person, die auf Annie die Ente in den Videos zu sehen ist, die gleiche ist. Ich weiß, klingt verrückt.
Schau mal genau hin. Das bin beides ich. Beides meine Kanäle. Sogar verlinkt, glaube ich. Aber ja, folgt meinem zweiten Kanal. Da gibt es jeden Tag Videos. Außer die letzten Wochen, da gab es keine Videos. Aber ab jetzt wieder. Ab jetzt wieder. Was war einer deiner dümmsten Kindheitsträume? Okay, es gibt einen Traum aus meiner Kindheit, an den ich mich so deutlich erinnere. Ich sehe es mit meinem dritten Auge. Folgende Situation. Ich wollte unbedingt meinen eigenen Haustürschlüssel haben. Es macht gar keinen Sinn, dass ich meinen eigenen Haustürschlüssel habe, weil immer jemand zu Hause ist, weil meine Eltern zu Hause arbeiten. Es gibt keinen Grund für einen eigenen Haustürschlüssel. Aber ich hätte echt gerne einen gehabt, weil all meine Freundin einen eigenen Haustürschlüssel hatten und ich war so... Also habe ich meine Mama gefragt, Mama, kann ich einen eigenen Haustürschlüssel haben? Und was hat sie gesagt? Ja. Dass sie erst einen machen lassen muss, aber dass ich einen haben darf. Also habe ich daraufhin nachts geträumt, dass wir auf der Titanic sind. Und wir fahren auf der Titanic mit meiner ganzen Familie. Also meine Schwester, meine Mom, mein Dad und ich. Und die Titanic geht unter. Und während die Titanic untergeht, sind wir auf eine kleine Backsteinmauer gesprungen. Auf dieser Backsteinmauer saß meine Oma. Warum auch immer. Wir sind auf diese Backsteinmauer geschwommen, draufgesetzt zu meiner Oma und waren so, mein Gott, wir sind mitten im Meer auf einer Backsteinmauer. Wie kommen wir hier weg? Wir müssen hier für immer bleiben. Naja, jedenfalls saß ich auf dieser Backsteinmauer und irgendwann war meine Mama so, Anissa, ich muss dir was Wichtiges geben. Ich war so, was? Und sie war so, falls wir es nicht schaffen, mein Haustürschlüssel. Und gibt mir ihren Haustürschlüssel mit ihrem kleinen Kermit der Froschanhänger. Und ich war so, danke Mama, das bedeutet mir so viel. Und dann plötzlich war sie so, jetzt darfst du McDonald's gehen. Ich war so, okay. Und dann war vor uns im Wasser einfach McDonald's. Und wir sind dann hingegangen. Ich war so, warum sind wir nicht direkt hier hingegangen? Und dann meinte irgendwer irgendwas von Gutschein. Dann sind wir zu McDonald's gegangen, haben mit Gutschein was zu essen gekauft. Dann bin ich aufgewacht. Nächste Frage. Wirst du oft von Fans angesprochen? Wenn ja, nervt das. Es geht. Es hält sich in Grenzen. Und es nervt auch nicht. Ja, die meisten Leute sind halt einfach so, hey, bist du nicht Anita Duck? Yep. Können wir ein Foto machen? Okay. Machen wir ein Foto, dann gehen die halt. Und deswegen, da ist nichts Nerviges dran. Außer wenn ich gerade ungeduscht in Jogginghose mir mitten in der Nacht irgendwo einen Cheeseburger hole bei McDonald's und denke, keiner sieht mich, ich brauche das nur. Und dann hole ich mir das. Und sind Leute so, bist du nicht Anita Duck? Und ich bin so bei McDonald's so vollgestopft mit irgendwelchen Burgern, so mega fettige Haare und bin so, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nächste Frage. Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal auf einer Messebühne als Stargast warst? Oh mein Gott, ich erinnere mich daran, als ob es gestern gewesen wäre. Fun Fact, es war gestern. Spaß, war nicht gestern. Es war letztes Jahr oder so. Ich bin jetzt mittlerweile echt ein paar Mal auf der Bühne gewesen. Und es ist jedes Mal ein Desaster gewesen, weil ich so ziemlich die schlechteste Person bin, um auf einer Bühne zu sein. Ich weiß noch, damals musste ich danach mir ein neues T-Shirt kaufen, weil ich so durchgeschwitzt war, nachdem ich 45 Minuten auf der Bühne stehen musste und reden musste, dass ich mein T-Shirt ausbringen konnte. Ich bin so nervös, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin nicht gut auf einer Bühne. Hört auf, mich anzugucken. Hört auf zu klatschen oder so. Finde ich ganz weird. Und dann sehe ich andere YouTuber, die so auf die Bühne gehen und sind so, was geht ab? Macht mal ein bisschen Lärm. Und alle sind so, und die sind so, ich kann euch nicht hören. Und alle so, und ich denke mir so, wo hast du dein Selbstbewusstsein her? Und kann ich 1% davon auch? Weil wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich so, hi, oh mein Gott, das war noch das Mikrofon, ups, na, boah, echt viele, wie viele von euch sind denn für mich? Oh mein Gott, okay, ja, cool. Wer weiß, vielleicht bin ich irgendwann mal einfach so gewöhnt an das Rampenlicht, dass ich einfach auf die Bühne gehen kann und dann sage ich, was geht ab, macht mal ein bisschen Lärm und ihr seid so, und ich bin so, cool. Aber vielleicht auch nicht. Ich hätte viel zu viel Angst, wenn ich auf der Bühne bin und sage, macht mal Lärm, dass einfach keiner mitmacht und das einfach der blamagendste Moment meines Lebens ist und ich einfach wieder gehen muss. Nächste Frage. Bist du dumm? Darüber denke ich extrem oft nach, weil ich mir denke, jeder dumme Mensch hält sich für extrem intelligent. Ich halte mich jetzt nicht für extrem intelligent, aber ich würde schon sagen, ich bin schnell vom Begriff, was manche Sachen angeht. Heißt das, ich bin dumm? Ist das diese Selbstüberschätzung, die andere dumme Menschen auch haben? Bin ich einfach nur dumm in manchen Sachen und intelligent in anderen Sachen? Oder bin ich genau andersherum, intelligent in den Dingen, in denen ich mich für dumm halte und dumm in den Dingen, in denen ich mich für intelligent halte? Echt schwierige Frage. Ich würde sagen, eventuell bin ich dumm. Aber ich kann diese Frage noch nicht beantworten. Vielleicht. Versteht das irgendwer? Habt ihr das auch manchmal, dass ihr darüber nachdenkt? Whatever. Nächste Frage. Arsch oder Titten? Sehr hochkomplexe Frage. Mein Gehirn rattert schon. Was kann ich dazu nur
Abwägen, aber ich denke, die Antwort ist ziemlich klar. Ich bin mit beidem geboren worden und ich bin damit happy. Wenn ich es mir aussuchen müsste, dürfte ich nur einen Hintern haben oder nur Brüste, dann würde es mir extrem unangenehm vorkommen, wenn meine Beine einfach an meinem Becken festgewachsen wären. Also würde ich mich auf jeden Fall für arisch entscheiden, weil ohne Titten kann man easy peasy leben, wie so ziemlich jeder Mann auf dieser Welt beweist. Aber ohne arisch niemals sitzen, nie wieder eine Hose richtig tragen, nie wieder kacken. Nee, ich entscheide mich für den Arsch hier. Und hier einmal die letzte Frage. Was ist dein Hasstier? Ja, viele Leute würden sagen, ein Hasstier? Kann man ein Tier hassen? Oh ja, man kann ein Tier hassen. Mein Hasstier sind, halt euch fest, Eulen. Ich finde, es gibt nichts Unheimlicheres als Eulen. Ich hasse es, dass jeder Eulen für majestätisch und wunderschön und weise hält. Schaut euch diese Viecher an. Die können ihren Kopf einmal komplett rumdrehen. Das ist wie in einem verfickten Horrorfilm. Plus, nachdem ich bei Avatar die Bibliothek von Wan Chitong gesehen habe, dass es dann diese super unheimliche Eule gab, die nicht nur ihren Kopf umdrehen konnte, sondern auch ausfahren konnte und so brr brr gemacht hat. Nein, wenn ich eine Eule angucke, kriege ich Gänsehaut vor Angst. Nur bei dem Anblick einer Eule. Am allerschlimmsten sind, glaube ich, diese Schneeeulen, die dieses Gesicht haben. Spitze Schnäbel und kugelige Augen und so gemaserte Gesichter und drehen sich so um und sind so. Komm nicht in meine Bibliothek. Und alle Harry Potter Fans sind wahrscheinlich so, was? Ich träume mein Leben lang davon, eine Eule zu haben. Schön finde ich. Ich habe mein Leben lang Angst vor den Viechern. Kein Fan. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott! Ja, das war's für die Fragen für heute. Leider habe ich nichts mehr an Fragen, die ihr mir gestellt habt. Dankeschön für die Fragen. Danke fürs Zuhören. Das war ein sehr besonderes Video für mich, wegen der ersten Frage vor allem. Und ja, in dem Sinne, träumt nicht von gruseligen Eulen. Folgt meinem zweiten Kanal, denn da gibt es Videos. Folgt mir auf Twitch, denn da streame ich jeden Tag. Und noch am allerwichtigsten ist,